Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo Jürgen. Hallo Martin. Wie viele Bodenabläufe? 4. Wie viel Scammer? 4. Wie tief ist der Teich? 70. Wie viel Rückleitung? 200er von den Biothermen, die wir da eingebaut haben. Den Genesis Biothermen. Und dann nochmal aufgeteilt zweimal DN75er Rückleitungen, um hier von der Beckenhydraulikströmung hinzukriegen. Okay. Ja. Klingt alles sehr gut. Wie viel Kubikmeter Helix? Helix haben wir also in jedem der Biothermen ca. 2 Kubikmeter. Dann haben wir nochmal ca. 500 Liter dort. Das heißt, wir haben 4,5 Kubikmeter Helix. Und wir haben hier nochmal 10 Bürstenreihen mit jeweils 8 Bürsten. Das war ja dein Tipp, hier auch nochmal die Bürsten reinzutun, um noch ein bisschen zusätzliche Biologie zu kriegen. Wo immer das Kunden gemacht haben, dass sie vor ihren Trommelfilter schon mal Bürsten gemacht haben, wo einfach für die Biodiversität verantwortlich ist. Hier lagert sich Schmutz ab. Es muss hier kein Filter, kein Sedimentationseffekt stattfinden. Wird zwangsläufig, aber hier geht in die Bürsten, geht die wertvollste Biologie. Und ich verspreche Ihnen, nach allem, was ich mittlerweile weiß und was ich selber erforscht und getestet und gemacht habe, zusammen mit Arthur Ali und mit meinen Mitarbeitern, wird hier ein deutlich höherer Schadstoffabbau Ammonium und Nitrit stattfinden wie in den 4,5-5 Kubik sonstiger Helixbiologie. Das hat nichts mit dem Helix zu tun, es hat was damit zu tun, dass die Trommelfilter im Prinzip das, was die Biologie an Nährstoffe braucht, rausholt und damit die Biologie verarmt. Das macht die Anlagen anfällig für Schwankungen der Wasserqualität. Und hier hole ich meine Stabilität. Und das finde ich richtig geil. Wir müssen nachher nur über ein Ding, falls Sie das jetzt anschauen, oder wir nehmen es gleich auf die Hand, dass da nicht ein falscher Eindruck entsteht. Wir müssen hier auf eine Sache aufpassen. Hier würdest du die Anlage jetzt in Betrieb nehmen. Ja. So wie es jetzt ist, dann würde Folgendes passieren. Deine Trommelfilter würden nach ein paar Monaten würden die komplett zu eskalieren beginnen. Warum? Weil hier würde ein Druckverlust entstehen. Ein Druckverlust in der Form, dass im Prinzip, wenn du hier, hast du ja den Einlauf, alles mit Standrohren, mega geil, dass der Wasserstand, der sich hier um die Standrohre bildet, im Vergleich zu dem Wasserstand hier hinten, wo die 200er Rohre, oder? Ja, das sind DN250er. Genau, 250er Rohre. Da hätten wir wahrscheinlich nach ausreichend langer Wartezeit hätten wir 5 cm Niveauverlust. Und deine Trommelfilter sind aber darauf angewiesen, dass die einen relativ stabilen Wasserstand haben. Wobei, so. Wobei wir im Trommelfilter selber den Wasserstandssensor anpassen können. Das genau, ist das aber Gute den müsstest du dann ständig anpassen, weil du hier einen permanent sich verändernden Wasserstand hast. Okay. Was du hier machst, ist einfach, in jeder Reihe nimmst du 3 Bürsten raus. Ja? Das Wasser kann hier frei durchfließen. Da muss nichts passieren. Du, oder anders gesagt, du nimmst du so siehst, viel... Du siehst, ich habe unten 10 cm freigelassen. Genau. Ich habe am Boden schon 10 cm freigelassen. Aber die lang reichen dir bei 70 Kubik wahrscheinlich nicht ganz. Okay. Ich will es nur sagen, das Wichtige ist, dass hier darf kein Druckverlust entstehen. Also wenn Sie vor Ihrem Trommelfilter Bürsten machen, so wie das hier genial gemacht ist, dann müssen Sie nachher schauen, dass im Prinzip vorne und hinten der Druckverlust maximal 0,5 cm ist und dass man genügend, entweder dass das Wasser oben drüber strömen kann und unten durch, so wie Jürgen gerade sagt, dass man 10 cm hat, oder dann noch Bürsten rausnehmen und dann ist es absolut perfekt. Der Bauherr hat auch schon gesagt, er hat das Problem gesehen. Und hat gesagt, kriegen wir da nicht ein Problem mit der Hydraulik. Mhm. Aber wir können ja spielen. Das ist kein Problem. Das ist jetzt kein Fehler, um Gottes Willen. Genau. Es ist nur eine relativ enge Packung momentan. Aber da wird sich richtig was abspielen. Also, dann kommen wir hier mit den Bodenabläufen, den Skimmern. Jawohl. Und dann kommen wir hier durch die Bürsten. Kannst du auch dem Bauherrn sagen, ganz selten nur putzen, vielleicht einmal im Jahr und nie alles, weil da steckt, das ist die Seele des Teiches. Okay. Was der also Buddha das, im Garten ist, der Bürstenfilter. Ich habe ja deine ganzen Blogs jetzt gesehen zum Thema Bürstenfilter und ich habe die Aussagen von deinen Kunden, die einen Bürstenfilter haben, gesehen. Wir haben Holger, genau. Nicht? Er ist total begeistert, wie sein Filter läuft mit dem Bürstenfilter vorne dran und dann der großen Helixkammer hinten dran. Also das läuft wirklich, wirklich, wirklich richtig, richtig Apropos gut. Apropos hinten dran, mit diesem japanischen Tee aus dem Hintergrund siehst du gerade aus wie so ein Samurai. Ja, gut. So, jetzt müssen wir noch Schlitzaugen machen lassen.
Genau. Wir, unsere Generation darf das noch sagen. Wir essen noch einen Mohnkopf und machen uns Schlitzaugen, wenn wir über Japan Gärten blocken. So. Guten Morgen, André. Hallo. Hast du das alles verrohrt hier? Ja, ja. Deine wievielte Filteranlage ist das, die du für Jürgen verrohrst? Gute Frage. Aber schon viele, gell? Ja, ja. Geil. Mega. Also, das zweite Herzstück der Anlage, und nein, es sind nicht die Trommelfilter. Die Trommelfilter ist nice to have. Die brauchen wir nicht. Die können wir durch viel anderes ersetzen. Da gibt es andere Filtersysteme. Der Trommelfilter, der L-Trommelfilter, der in der Ecke steht, war da. Und wir haben Bauherrn, der unbedingt mit der Trommelfiltertechnik weitermachen wollte. Ja. Und dann haben wir noch ein M dazugestellt. Das heißt, wir haben jetzt Rohdurchlauf von den Trommelfiltern von 170 Kubikmetern pro Stunde. Und, das und wir werden die mit maximal 50% belasten. Und das ist jetzt was ganz Wichtiges, was du gesagt hast, wenn wir heute gerade schon ein bisschen Filterklugscheißerei machen. Das, was ich vorher über die Bürsten erzählt habe, ist, was Hydraulik angeht, wenn man die Herstellerangabe geteilt durch 2 macht, immer, dann hat man eine hydraulik entspannte Anlage. Was ich aber gerade sagen wollte, das Trommelfilter ist ein nice to have. Ja? Ja. Das kann ich gegen was anderes ersetzen. Was unverzichtbar ist, sind die UV-Lampen. Und das ist richtig geil. Wir haben hier, das sind 180 Watt, 360 Watt, 360 Watt auf, also du hast 70 Kubikmeter Wasser. 70 Kubikmeter Wasser, 5,5 Watt pro Kubikmeter. Und das ist richtig geil. Wir beide haben telefoniert, ich habe dich gefragt, was soll ich tun? Und du hast mir geraten, wirklich mit 2 von diesen Bitrons zu arbeiten, wobei ja im Winter die ja separat über Schalter reduziert werden können. Das dafür heißt, also du kannst Oase, nachher mit 120 ich kann die Watt zu- und abschalten und das ist richtig geil. Und die tun auch noch leuchten, dass ich sehe, wie viel ich anhabe auf einen Blick. Und die sind im richtig geilen Reaktor drin, wo richtig Durchfluss ist. Mega geil. Wie viel schickst du da durch vom Wasser? Wie gesagt, wir haben 2 51.000er Eco-Titanium für die Zirkulation, reine Zirkulation. Ja. Und ich habe eine Oase Aquamax Expert 36.000 für den Wasserfall. Genau. Und weil wir können meinen Wasserfall nicht von vornherein über die Steigleitung, die da ist, sehen, oder vorausberechnen, was wir an Wasser da oben brauchen, damit es funktioniert. Also haben wir da die Pumpe etwas überdimensioniert. Aber alle 3 Pumpen lassen sich ja über eine App dann litergenau einstellen. Und das heißt, du kannst also dann auch gucken, wie willst du den Wasser verlaufen lassen? Soll es mal krachen, PW Party, wie ich vorhin gesagt habe, oder soll er relativ ruhig laufen? Das kann man dann immer jederzeit einstellen. Also, soweit, so gut. Jetzt zeigen wir uns. Ich habe vorher gefragt, wo denn die Biologie sei. Und dann sagt Jürgen, ach, das freut mich jetzt, dass du es im ersten Block, als wir hier den Garten geblockt haben, dass du es nicht gesehen hast, sagt er, dann habe ich es gut versteckt. Hast du wirklich? Und bei den Biofiltern, und das muss man jetzt wirklich sagen, ist es am Ende mit einer Bedingung auch wirklich egal, wo der ist. Hauptsache versteckt, weil wenn ein Trommelfilter davor ist, muss man auch nicht... muss man ihn am Ende auch nie reinigen. Diese Eibenwelle ist noch nicht geschnitten. Ne? Das wird doch schön geschnitten, damit es auch schmaler ist und ein bisschen wellig oben. Aber im Prinzip verstecken die Eiben wunderbar diesen. Also ich kenne Frauen, die würden hieraus ab 1. Dezember einen Adventskranz posten. Ja. Die würden da würden noch 4 so Säulen reinkommen und große rote Kerzen. Also hier haben wir 2 Kubik waren das. Ja. Und die Bedingung ist allerdings, dass man eine ausreichend für die Wassermenge ausreichend große Rohrleitung dorthin transportiert. Mit was kommt ihr hier an? Das ist übrigens da unten das Fundament für die Ganzjahresluftwärmepumpe, die noch kommt. Okay. Mit einer neuen Steuerung. Das heißt, man kann auf 9 Grad runtergehen im Winter. Und Das ist gut. Mit was für einer Rohrleitung Zuspeisung für den Biotom kommst du hier an? Das ging leider nicht anders. Wir haben insgesamt 4 Rückleitungen und haben unten dann von 90 auf 2x75 sofort aufgeteilt. Und das geht auf das die beiden? Der geht einmal 75 da hoch und einmal 75 hier und mit 2x DN100 dann wieder zurück. Okay. So, den zweiten zeigen wir Ihnen auch noch. Aber ich bin nicht gespannt, bis die Anlage hier in Betrieb geht.
Ja, das wird cool. Ja, cool trifft's. Das wird wirklich cool, ja. Also ich freue mich auch drauf. Ich hätte mir so gewünscht, aber wir hatten ein kleines Problem. Wir mussten hier sauber machen und mussten dann noch, wir haben da noch so ein bisschen Dekoarbeit machen müssen. Und deswegen sind wir nicht rechtzeitig zum Befüllen gekommen. Ne? Das ist völlig egal. Muss halt nochmal wiederkommen, Martin. Da darfst du dir ganz sicher sein. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich finde ihn jetzt schon wieder nicht. Wo war ach, da? Genau. Muss schon wieder kraxeln. Wahnsinn. Jürgen, ich finde es mega, 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 mega. Bin mir auch sicher, mit der Filtertechnik passiert hier nichts mehr. Darfst du dir ganz sicher sein. Und ja, ich glaube, wir sind da. Ich hätte natürlich, das weißt du, gerne die 10% verwirklicht. Aber durch diese... wenn du dir das mal nach einem Jahr anschaust, dann weißt du, was ich meine. Ja, also, wenn du dir die Bürsten anschaust. Ich denke, die können trotzdem im nächsten Jahr im Sommer ein Kilo Futter am Tag reintun, oder? Wenn die Anlage richtig eingelaufen ist. Wenn die richtig eingelaufen ist, also da bin ich überzeugt. Die Anlage ist auch tauglich für 2 bis 3 Kilo Futter. Passiert ja, gut. Und das wird man nicht tun. Doch. Also, ja, vielleicht schon. Jetzt mal einen Teufel nicht an die Wand, ja? Alles gut. Ich rede auch nicht schlecht über dein Geschäft. Alles gut. Alles gut. Also, jetzt hier nochmal einen Blick nach oben. Geh mal ein bisschen zur Seite, dann nochmal von hier unten die 3 Kiefern mit dem Buddha. Ich finde das so schön, weil das ist ja aus der Sichtachse aus dem Haus raus. Ist das hier ein mobiler Pflanzenhandel? Ja gut, wir müssen noch einiges pflanzen, ne? Geil. Jürgen, Wahnsinn. Wie viele Tonnen Stein liegen hier? 130. Inzwischen ja, denke ich schon, ja. Wahnsinn. Jürgen, vielen Dank. Bis Gerne. Zum nächsten Block. Und Gerne. Wir müssen dieses Jahr wenigstens 5 Teiche von dir besuchen. Ja, also gut. 5, die wir noch nicht kennen. Ja, genau. Also, hau rein. Ciao.